Hey Freunde, ja, heute habe ich was ganz Spezielles für euch, was Wichtiges. Für manche ist das sehr wichtig und würde ja bei manchen vielleicht Glücksgefühle hervorheben, wie auch immer. Und ja, bevor ich euch das sage, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Für die Neuen, die das erste Mal hier sind, dann drückt auch gleich die Glocke, vergesst das nicht. Das würde mich natürlich freuen. Yes! So, dann kommen wir mal zu dem Thema. Ich habe was ganz Interessantes rausgefunden. Ich habe das seit Längerem beobachtet. Es geht um die Parfüms- und Duschgel-Versionen. Ist euch mal aufgefallen, dass, wenn ihr ein, zum Beispiel Cool Water, wir nehmen mal hier das Duschgel, Cool Water. Ihr kennt ja die Version von Cool Water, synthetisch frisch. Die alte Version von Cool Water, die hier, ich habe das ja auch alles hier, deswegen kann ich den Vergleich gut ziehen. Das ist die erste Version. Grün, würzig, frisch. Habt ihr mal den getestet? Grün, würzig, frisch. So, ihr habt hier die Vintage-Version drin. So, und das ist mir nicht nur bei Cool Water aufgefallen, sondern zum Beispiel auch bei Job Om. Weil ich habe noch den Heiligen Gral hier, eine super Top-Version, 125 ml mit der Kornblume, erste Version, absolut stark und hier, geil, ne? Also, für Leute, die auf jeden Fall die alten Versionen hinterher trauen, so wie ich auch und so viele andere auch, die aber nicht so viel Geld ausgeben wollen oder geschweige, wenn man es dann auch findet, muss es auch in Ordnung sein, der Duft, die können zum Duschgel greifen, weil ich habe auch Roma noch. Es ist Fakt, sie riechen wie die alte Version. Es während oder die Duschgeldüfte werden nicht verändert im Gegensatz zu den Parfüms. So, weshalb, wieso, ist unwichtig. Fakt ist, das ist die einzige Möglichkeit, vielleicht nochmal richtig diesen, wenn ihr euch ja unter der Dusche dieses Feeling zu bekommen von früher. Ich persönlich muss allerdings sagen, ich benutze Sonne oder solche Duschgel ganz, ganz, ganz selten. Ich habe Star, die ich haben möchte, also Job Om, Armani Code habe ich noch, dann, aber Armani, die kriegt man immer mit, ne? Also Job Om, Cool Water und Roma. Sonst nicht, weil, das ist jetzt eine andere Geschichte, das möchte ich jetzt auch nicht hier groß machen, ich werde es noch kurz erzählen, weil ich benutze nur Duschgel, wo kein Silikon drin ist, kein Aluminium etc. pp. So, weil diese Dinger hier eure Poren beim ersten Mal oder beim einmal duschen dicht machen und dann sind sie mindestens 2 oder 1,5 Monate zu. Das ist einfach so. So, aber mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Also, ne, das geht jetzt nicht dazu. Aber Fakt ist, ich weiß, dass einige von euch die Dinger nur benutzen und deswegen, viele wissen ja gar nicht, dass die so früher gerochen haben. Also die Jüngeren von euch, was nicht schlimm ist. Aber Fakt ist, ich wollte euch das mal erzählen, weil mir das schon seit Monaten aufgefallen ist. Weil jedes Mal, wenn ich was mitbekommen habe, also Cool Water habe ich letztens auch mitbekommen und da habe ich gesagt, was ist das denn? Nun reicht es, jetzt werde ich euch das erzählen. Den habe ich ja mal selber gekauft, habe ich schon so lange. Aber ich habe den letztens im Laden nochmal das Duschgel nochmal ein bisschen eingerieben, ganz kurz. Es riecht immer noch so. Es ist nicht bearbeitet worden, im Gegensatz zu den Düften. Was eben schade ist, aber weil es gerade dieses Thema überhaupt überall unter meinen ganzen Videos redet man nur von, riecht leider anders. Also wenn es ein Duft, wenn ein Duft dabei ist, der leider darunter fällt, dass er reformuliert worden ist, ist dieses Thema ganz groß. Und ich wollte euch erstmal erzählen, wenn ihr keinen Bock habt, so viel Geld auszugeben, aber wenn ihr dieses Feeling einmal haben wollt und wenn ihr natürlich mit solchen Dingern euch auf die Haut da schmieren wollt, immer und beim Duschen, dann holt euch solche Duschgeldüfte. Ich finde es auf einer Hinsicht nice, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, warum das dort nicht geändert wird. Ich will jetzt nicht darüber groß quatschen. Ich wollte das eigentlich nur erwähnen. Wichtig ist für euch, dass sie so wie die alten Versionen riechen. Fakt ist natürlich, dass schon andere Inhaltsstoffe im Duschgel sind als im Parfüm, aber trotzdem, man weiß ja nie und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich werden Duschgeldüfte nicht, also sie werden schon kontrolliert, aber wahrscheinlich nicht so wie Düfte oder Parfüms. Und naja, wie gesagt, schreibt mal runter, ob euch das auch schon aufgefallen ist, sorry. Und dann sage ich mal, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und macht nicht so doll. Bis zum nächsten Mal.